Liebe Zuschauer, neben mir in der Sendung Landtagswahl 2016 habe ich neben mir an Carsten Krüger, Direktkandidat für unseren Kreis zum Zeitz herum. Neben mir ein Spitzenkandidat der FDP, Herrn Frank Sitter, Platz 1, für eine tolle Sache. Also neben mir haben Sie neben mir einen Direktkandidaten und einen Listenplatzsieger, so wie ich es schon mal Ihnen erklärt habe in den vorigen Sendungen. Okay. Also jetzt ein paar kurze Fragen. Die Herren haben jetzt gleich eine Veranstaltung. Wir sind ja eigentlich per Du alle miteinander, darf ich auch so sagen. Daher ist es heute nicht so ein ausführliches Interview. Herr Carsten Krüger, eine kurze Frage. Stellen Sie sich mal unseren Wählern kurz vor. Ja, sehr gerne. Wer Sie sind und warum Sie es eigentlich machen. Sehr gerne. Also ich bin Carsten Krüger, ich bin 28. Ich komme ursprünglich aus Sachsen, bin dann seit einigen Jahren in Sachsen-Anhalt wohnhaft, im Hauptwohnsitz, habe in Halle studiert, mache gerade mein Jura-Examen zu Ende, habe seit einem Jahr eine kleine Werbeagentur in Halle, die ich so 50-50 nebenher betreibe. Und ich engagiere mich seit 12 Jahren mittlerweile für die Freien Demokraten, für die FDP, habe viele Auf- und Abs miterlebt und habe dann in Sachsen-Anhalt angefangen aktiv zu werden, als ich gesehen habe, wir haben mit Frank Sitter einen tollen Spitzenkandidaten, einen guten Mann, der uns hier in Ostdeutschland wieder zurück in die Landtage, in die Parlamente bringen kann. Und deswegen setze ich meine ganze Kraft dafür ein, dass wir das am 13.03. schaffen. Mal einen schnellen Begriff, den Sie uns vielleicht erläutern. Was ist für Sie Toleranz? Toleranz heißt, ist ein ganz, ganz wichtiger Begriff für mich. Toleranz heißt, dass ich für mich, dass ich jeden Menschen so akzeptiere, zunächst erstmal, wie er ist. Also, dass ich mir von keinem irgendein Urteil erlaube, ohne dass ich ihn kenne. Denn oft stellt man fest, wenn man jemanden so ganz schnell nur taxiert und sich vielleicht dann doch schon mal anfängt, so eine Meinung zu bilden, oftmals stimmt die nicht. Und deswegen finde ich Toleranz ganz, ganz wichtig. Danke. Jetzt gehen wir mal über zu unserem Spitzenkandidaten. Ich hatte gestern auch die AfD bei uns im Büro, hatte die AfD auch gefragt, ob sie sich völkisch verhält, was Toleranz ist, würde ich fragen. Mir ging es ja auch sehr, dass man sich die Wähler vielleicht leicht haben zum Abgrenzen. Ja. Mal ein paar drei Sätze, was uns hauptsächlich abgrenzt zu der AfD. Ja, also wir sind, das kann man ganz klar sagen, das absolute Gegenteil zur AfD. Wo die AfD Probleme sieht, sehen wir Lösungen und Chancen. Soll ich es nehmen? Kannst du auch nehmen. Ja. Ja? Wo die AfD am Problem wächst, wachsen wir an den Lösungen. Für die AfD kann das Problem nicht groß genug sein. Sie bleiben in meinen Augen auch bei der Problembewunderung. Wir wollen Lösungen anbieten. Ansonsten sind wir eine Partei, die für Weltoffenheit und Toleranz ist. Im Übrigen auch in der Flüchtlingskrise für humanitäres Verhalten wirbt. Nichtsdestotrotz haben wir keine rosarote Brille auf, die uns jetzt vor realistischen Lösungen warnt. Aber wir sehen an sich grundsätzlich auch für ein Land wie Sachsen-Anhalt kontrollierte und qualifizierte Einwanderung als eine Chance für unser Land. Bei der AfD wird propagiert, Hass und Abschottung wären das Ziel für ein Land wie Sachsen-Anhalt, wo wir jetzt quasi einen Platz haben wir noch genug, zu viele sind wir auch noch nicht. Also es kann durchaus eine Chance sein. Und auch ansonsten, glaube ich, sind wir in unserer gesamten Kommunikation völlig anders. Wir sind beides, und da würde ich vielleicht mal eine Parallele ziehen, Protestparteien gegen die aktuelle Politik der Großen Koalition im Bund als auch im Land. Nur die AfD protestiert gegen etwas. Und ich sage Ihnen mal, aus dem privaten Leben, es gibt nichts Einfacheres, als gegen etwas zu sein. Das ist ganz einfach, ist in einer Sekunde gesagt und brauche ich auch nicht weiter kommentieren. Wir protestieren für etwas. Wir protestieren für einen Wirtschaftsaufschwung in Sachsen-Anhalt, für Infrastrukturausbau, für weltbeste Bildung für die Menschen in dem Land. Und besser kann man den Unterschied eigentlich so einer Politik überhaupt nicht darstellen. Das heißt, wer ein Zeichen setzen will in Sachsen-Anhalt, weil er unzufrieden ist, kann durchaus die Freien Demokraten wählen. Da haben sie auch jemanden, der einen Plan und ein Ziel hat. Und mit der AfD setzen sie nur ein Zeichen, was aber nach außerhalb von Sachsen-Anhalt eher negativ aufgenommen wird. Haben es ja sehr schön erklärt. Ist zwar nicht üblich von mir, als Vergleiche zu bringen, aber es ging jetzt schneller aufgrund, der Saal wird voll. Jetzt noch ein Satz zu dir, Carsten. Erklären Sie mal das Wort Freiheit und dann beenden wir heute das Interview, weil wir ein bisschen Zeitdruck haben. Ja, Freiheit ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Begriff. Für mich persönlich heißt Freiheit die Abwesenheit von willkürlichem Zwang, um es mal ganz technisch auszudrücken. Freiheit heißt für mich, dass ich alle Chancen haben kann. Freiheit heißt für mich, dass ich von niemandem, vor allem nicht vom Staat, bevormundet werde. Dass ich meine eigenen Verantwortungen habe, wenn ich etwas frei und eigenverantwortlich entscheide. Das ist für mich ein vollumfänglicher Begriff der Freiheit. Und ich glaube, Deutschland und auch Europa hat diesen Begriff auch in der Geschichte oft mit Leben gefüllt. Und deswegen bin ich auch der festen Überzeugung, dass man eine starke liberale Stimme der Freiheit in den Parlamenten, gerade in Deutschland, braucht. So, und jetzt zum Abschied. Beide Herren, einmal direkt in die Kamera, sagen Sie Ihren zukünftigen Wählern was. Oh, das mache ich am liebsten. Also jeder, der in diesem Land noch was vorhat,
oder der jemanden kennt, der was vorhat oder der selbst schon mal was geleistet hat in diesem Land und der glaubt, genau wie wir, dass diesem Land die besten Zeiten noch bevorstehen und nicht, dass die mal in der Vergangenheit lagen, dem geben wir gerne Stimme, da sind wir der natürliche Partner und da freuen wir uns auch darauf, eine liberale, freiheitliche Stimme in Sachsen-Anhalt auch in der Opposition auszuüben. Deswegen bitte ich Sie wirklich darum, empfehlen Sie uns weiter, reden Sie mit Ihren Nachbarn, Ihren Freunden, die Freien Demokraten, Liste 10 am 13. März, das ist die Entscheidung für Sachsen-Anhalt und nicht gegen irgendetwas. Genau, die Freien Demokraten als Partei all derer, die noch nichts sind, sondern etwas werden wollen und noch was aus sich machen wollen, am 13. März, Liste 10, FDP. Herzlichen Dank, die Herren. Tschüss, liebe Zuschauer.